Hi, es ist Mittag und ja, ich habe gestern meine Nichte erreicht und es geht ihr gut, sie ist gut drauf und ja, muss allerdings kommende Woche nochmal unters Messer, aber hört sich alles sehr gut an und ja, war ein schönes Gespräch mit vielen Erinnerungen aus ihrer Kindheit, in der ich eine Rolle gespielt habe. Ich wusste gar nicht mehr, dass sie mal richtig Ärger mit ihren Eltern hatte, also richtig Drosche gekriegt hat, weil ich sie geschminkt habe und sie dann mit rotem Lippenstift nach Hause gelaufen ist. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, das war echt das schönste Gespräch gestern, total lustig. Ich drücke ihr die Daumen, es wird alles gut. Also sie hat wirklich, sie ist total gut drauf und die packt das alles. Das wird schon. Jo, und dann hat sie mir nochmal Papyrus-Autor empfohlen und Scrivener. Und also sie nutzt für ihre Bücher beide Programme und noch Word. Und ja, jetzt will ich das dann doch mal installieren und ausprobieren. Und jo, was sonst noch? Morgen will ich mal auf den Markt. Nach Ewigkeiten. Schauen wir mal. Und jo, ansonsten sitze ich vor meinem Buch. Das ist so viel Arbeit, so viele Seiten. Eieiei, das ist nicht bloß eine Kurzgeschichte, das ist richtiger Schinken. Aber naja, was willst du machen? Wenn ich die Arbeit schrecke, dann kann ich es gleich bleiben lassen. Also ran und durch. Nee. Ich bin jetzt beim Überlegen wegen dem Namen und so. Welchen Namen man nimmt, weil mit bestimmten Vornamen, Nachnamen hat man, wie soll ich sagen, sind meistens so Eigenschaften verbunden. Also wenn man, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ein Name drückt über einen Menschen was aus. Also man kennt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal nur einen Vornamen. Also wenn jetzt eine Hans heißt, dann kennt man irgendwo einen Hans und dann hat man diesen Hans vor Augen. Mit seinen ganzen Eigenschaften. Oder man kennt drei Leute, die heißen Bernd. Dann hat man damit eine bestimmte Vorstellung verbunden. Und das ist so der Punkt, den Namen zu suchen für diesen Protagonisten, also für diese Person in dem Roman. Und den echten kann man nicht nehmen, ne? Gibt es Ärger, das ist auch nicht Sinn der Sache, aber man muss einen finden, der passt, also der irgendwie passt. Jo, ich bin noch auf den ersten Seiten. Geht noch gar nicht. Gibt noch gar nichts. Zusammenstreichen und ja, also ja, ich habe mir jetzt eine Szene rausgesucht, die ich an den Anfang setze und mache dann praktisch den Rückblick, wie bin ich überhaupt in diese Situation gekommen, also wie hat denn alles angefangen und so weiter. Und na klar, versuche ich da schon ein bisschen zu verdichten, ein bisschen Galgenhumor reinzubringen und die Spannung aber zu lassen, den Spannungsbogen nicht zu weit auszudehnen. Also schauen wir mal. Jo. Jo. So weit, so gut, so weit, so gut, so weit, so gut.
Ich trinke noch Käffchen und lege mich nachher nochmal hin. Ich habe zwar gut geschlafen, aber ich war relativ früh wach. Ich bin durch irgendwas wach geworden und dann habe ich mich zwar nochmal umgedreht, aber so tief bin ich dann doch nicht mehr eingeschlafen. Jo. Bisschen Sonne und schöner blauer Himmel und ich gucke raus auf die knallrote Bougainvillea am Poolhäuschen. Das ist so geil. Oder wenn du aus dem Wohnzimmerfenster guckst und guckst auf die Palmen und die Stechpalmen und das Sonnenlicht spiegelt sich da drin und so und flimmert und das ist herrlich. Das ist herrlich. Und wenn dann noch ein paar Vögel piepsen, geht die Seele auf. So, ihr Lieben, ich will euch nicht langweilen. Mal gucken, ob sich Helena schon entschieden hat, wann sie denn kommt. Ja, da gehen die Gespräche hin und her. Im Moment können wir nicht so chatten, weil sie hat Selbstbesuch. Und jo, genießt ihre Tage. Und ja, jo. Geht weiter. Alles gut, ich bin so froh, dass ich meine Medizin gekriegt habe. Das hat mich echt belastet, dass du das Zeug brauchst und kriegst es nicht. Das war echt. Und jetzt müssen wir gleich nachbestellen, dass wir nicht wieder ewig warten müssen, wenn es alle ist. Also, ja. Na gut, ja, die Haare. Welche Haare? Haare, wo sind die Haare? Naja, zumindest habe ich noch Augenbrauen und Wimpern und bin nicht völlig nackig. So, wollen wir immer auf das Gute sehen, auf die Dankbarkeit und auf das Schöne, ne? Und Gespräche, die so fröhlich sind und so viel lachen. Und das ist genau das, was der Mensch braucht. Ja. Und wenn du dann noch ein Hundchen hast oder irgend sowas, was dann kommt und will gestreichelt werden und sucht deine Nähe. Und das ist doch alles toll. Ja, genieß jeden Tag. Du weißt nicht, was kommt. Jeden Tag. Und mach nicht den Fehler wie ich damals, nur Arbeit sehen und sich nur dem Stress unterordnen und sich immer noch mehr aufhalsen. Und mach das nicht. Mach das nicht. Seid egoistisch in dem Moment und denkt an eure Gesundheit. Wirklich guter Rat. Jo. Und jetzt schaue ich mal, ob ich noch drinnen schlafen kann. Ein bisschen ausruhen. Und ja, ein, zwei Seiten mache ich noch und dann mache ich Pause. Pause mit meinem Geschreibsel, bevor der wieder anfängt, abspeichern zu wollen. Geht eh nichts. Ja, also dann alles Liebe und Gute und passt auf euch auf und habt einen traumhaften Sommertag. Auch wenn es Gewitter gibt und was weiß ich und Regen und es gibt Schlimmeres. So, also tschüss, winke, winke, bye, bye und bis dann, irgendwann.